furchtbar. Ja? Wir träumen von einem geeinten Europa, ja? Und wir bilden diese Kinder nicht aus. Ja? Das wird die unterste Klasse von der nächsten Generation sein. Nicht? Die werden betteln, die werden solche Dinge machen. Wobei, ich sage mal, es gibt wahnsinnig viele sehr gescheite, sehr intelligente, sehr lernbegierige Kinder und Jugendliche. Zu mir kommt eine Familie, die suchen eine Unterkunft, weil sie auf der Straße stehen. Die Kinder sagen, wann kann ich in die Schule gehen? Ja? Also, ich habe das mein Leben nie gesagt. Ja? Also, die Kinder wissen genau, dass das ganz wichtig ist. Und ich habe da gehabt eine somalische Familie, die Aufenthalt gehabt haben. Also, die haben Asyl gehabt. Ja? Eine Mutter mit zwei Kindern, die Kinder 14 und 12, so ungefähr in dem Alter, die haben bei mir da auf einer Matratze geschlafen. In der Früh um 7 sind sie aufgestanden und in den Deutschkurs gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei der Bursch schwer krank ist. Der hat Asthma und wir haben ihn mit der Rettung wegführen lassen müssen, weil er so schlecht beisammen war. Also der ist krank. Und trotzdem weiß er, dass es ganz wichtig ist. Ja? Und dann sagt man, Wien, den können wir nicht, also ich habe es dann geschickt in die Lacknergasse, weil es ist eine Familie, dass die wo untergebracht wird. Wir haben die Weisung, dass wir keine aus den Bundesländern nehmen. Der war in einer Ortschaft irgendwo in Niederösterreich, wo ich schon vergessen habe, wie die heißt. Jedenfalls, da gibt es ein Gasthaus, ja, vielleicht noch ein zweites Gasthaus und sonst nichts. Ja. Und dort, was sollen die dort machen, wenn sie Asyl kriegen? Der kann dort keinen Deutschkurs machen, der kann nichts lernen, der kann keine Ausbildung machen, gar nichts. Ja. Also am meisten stört mir dieses, dass wir nicht mehr miteinander können, sondern nicht mehr gegeneinander. Und zwar ist das gar nicht beschränkt auf Ausländer, das ist leider auch Österreicher unter Österreichern. Jeder weiß, was der andere falsch macht, jeder hat am anderen was zu bekritteln. Ganz egal, in welchem Alter einer ist, also das lässt die alten Omas, die eigentlich gut, lieb und nett sein sollten, nicht aus und ganz junge Leute auch. Also das ist das, was mich am meisten stört. Und ich glaube, das wird halt durch alles rundherum gefördert. Ja? Durch die Medien, durch die Berichte in den Zeitungen. Wahrscheinlich deshalb. Ich habe da erlebt, nur zum Beispiel, ich habe da schräg gegenüber das Pensionistenheim. Ich habe das Fenster gekippt, bei mir da vorbei geht ein altes Ehepaar, sicher noch 10 Jahre älter als ich. Also er schon so wagelt und sie führt ihn und ist nicht viel jünger. Da gegenüber im zweiten oder dritten Stock wohnt wahrscheinlich eine türkische Frau. Ist mit Kopftuch, die hat am Balkon da irgendwelches Gemüse gepflanzt und sie hat ein Kastel am Balkon stehen. Und ich habe ja schon vorher gesehen, hat sie das gegossen, die hat nichts runtergeschüttet, sie hat die Blumen gegossen eben. Und dann ist das Kastl irgendwie nass gewesen und sie wischt dieses Kastl. Die gehen da unten vorbei und diese alte Frau schimpft hinauf, weil die ein Kopftuch auf hat. Jetzt frage ich sie, die ist mit einem Fuß schon in der Ewigkeit, ja, und stört sie das Kopftuch. Kann der das nicht völlig wurscht sein, ob die ein Kopftuch hat und so. Das ist das Typische für diese Einstellung. Ja. Die ist uralt, hat sicher fürchterliche Probleme, ja, weil der Mann so krank ist, weil es ihr wahrscheinlich selber schlecht geht. Pensionistenheim ist ja nicht gerade ein Traum. Also, da geht's. Aber sie kann immer noch dorthin schimpfen. Und genauso, alte Leute, die auf die Kinder hinschimpfen, das erlebe ich x-mal in der Straßenbahn und so, dass die einfach, was da blieben oder irgend sowas. Wozu bitte und wer macht das? Wenn wir nichts tun dagegen, verkommen sie. Ich habe eine Unmenge von Afghanen, die da herum, und keiner hilft ihnen. Es ist so, man kann den Eindruck gewinnen, dass wir erwarten, bis sie irgendwo kriminell werden, dass man sagen kann, wir haben eh gewusst, sie sind kriminell und man kann sie abschieben. Und wie kann man denen wirklich helfen? Ja, ihnen die Hand reichen, ja. Sind immerhin Kinder, bitte. Ja? Und das ist, man muss auch überlegen, wie schwer das jemandem fallen muss, alles zurückzulassen. Nicht? Seine Heimat, seine Umgebung, die Familie, die Freunde, alles. Nicht? Und nicht wissen, wie komme ich dort an, wie wird das weitergehen. Also das ist sicher nicht leicht. Manche tun sogar den Namen ändern. Es ist so, wie wenn man sich sterben lässt. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, was in so jemandem vorgeht. Und dann kommt er hier an und dann wird er schon in der Simmeringer Hauptstraße beschimpft. Ne?
dass es eben Leute gibt, die sich über die Zustände, die bei uns herrschen, aufregen und über das ärgern. Früher haben sie eben nur so ein bisschen gemotschert und jetzt ist es halt schon so, dass die Leute so offen schimpfen. Ne? Warum? Weil nichts geschieht. Nicht? Wir reden über, das ist ein Nachteil, das sollte man nicht so machen und alle sagen ja, ja und keiner tut was. Ne? So ist es im Grunde genommen. Ja. Ich war gestern auf der Bank, möchte ich nur zur Illustration erzählen. Ich wollte einfach von meinem Konto 250 Euro anheben. Erst einmal wollte ich sehen, was ich drauf habe. Da stehen 20 Automaten, muss ich zu der sagen, bitte, bei welchen kann ich nachschauen, was ich am Konto drauf habe. Ja? Da kannst du einzahlen, da kannst du anheben, da kannst du Geld sehen, das ist entsetzlich. Ja? Da musst du anstellen, wenn du dort hin willst, da musst du anstellen, wenn du da hin willst. Na, also jedenfalls, dann weiß ich meinen Kontostand. Da muss ich mich anstellen, da sind dort vorne drei Kassen. Davor ist eine Wand und dahinter muss man sich anstellen. Und dann geht man immer bis zu dem Eck und der frei ist bei der Kasse, sagt der Nächste bitte. Ja? Dann komme ich zu der Kasse. Gibt es, ich möchte gern 250 Euro abheben. Sagt es, ja, ist das Ihr Konto? Sag ich ja. Sagt es, das heißt aber Gesellenheim. Sag ich, ja, das ist das Konto, was ich gehabt habe, wie ich hier Heimleiterin. Ah, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Ja? Gut. Da muss ich ausfüllen, so einen Zettel, da muss ich die Kontonummer draufschreiben und den Betrag und unterschreiben. Das lasse ich mir noch einer, ich gebe das um. Dann sage ich, ich hätte es gern nicht in 100er, sondern klein, weil ich gebe es ja klarweise aus. Ne? Sagt es, ja, und dann sagt es, wollen Sie 10er auch? Sage ich nicht, wenn es geht. Sagt es, dann müssen Sie aber da ein bisschen warten, weil das muss ich mir erst besorgen. Sage ich, na, dann lassen Sie es, weil wechseln kann ich es woanders auch. Es ist wurscht, geben Sie mir es, wie Sie es haben. Also gut, dann fängt es an. Und dann sagt es, sagen Sie mir noch das Geburtsdatum. Sage ich, das Geburtsdatum. Bitte. So ein Aufwand, damit ich 250 Euro anhebe. Wenn ich hingehe und sage, bitte 2,5 Millionen, verstehe ich, dass Sie sich noch alle Seiten aussichern. Habe ich 250 Euro. Das ist mir eigentlich egal. Die sollen bitte schauen, die sollen herkommen, sollen sich das anschauen, was sie da anspielt. Sie sollen fragen bei der Caritas, wie das wirklich ist. Nicht? Und auch bitte beim Fonds Soziales Wien. Wie schaut es denn aus? Nicht? Also, so ist es nicht. Wie schaut es denn wirklich aus? Naja, bitte, ich habe über 1000 Obdachlosgemeldete. Ja? Die sind nicht alle auf der Straße, das stimmt schon. Die schlafen einmal da und einmal dort und manchmal halt in einem U-Bahn-Klo. Ja? Also, das ist eigentlich kein Zustand. Nicht? Und manchmal gelingt mir halt auch, dass ich welche unterbringe irgendwo in einer Grundversorgung. Ich reiß mir nicht um das. Ich bin ja froh um jeden, der weg ist, bitte. Ich habe da jetzt ein paar Tage eine Familie mit 4 Kindern da schlafen gehabt. Stellen Sie sich das vor. Ja? Gott sei Dank hat mir die Caritas unterstützt und ich habe einen Platz für die, haben wir gekriegt, in einem Caritasheim. Super, weg sind sie. Glauben Sie, dass sie jetzt waren, dass die nicht mehr da sind? Und dann darf man nicht vergessen, dass Kinder sind, die in die Schule gehen. Nicht? Das kostet ein Schweinegeld. Und dass ich halt wirklich glaube, dass die eine Ausbildung brauchen und dass man das unbedingt unterstützen muss. Ja?